In einem zweiten Beispiel wollen wir uns jetzt anschauen, wie wir eine einfache leistungselektronische Schaltung, das heißt hier einen DC-DC-Wandler, einen Tiefsetzsteller, Abwärtswandler bzw. Buck-Konverter, simulieren können, um auch ein bisschen diese Steuerungsmöglichkeiten kennenzulernen für aktive Schalter. Fangen wir an, wieder ein neues Worksheet und dann bauen wir unsere Schaltung auf. Hier unten jetzt mal mit einem MOSFET. Standardmäßig ist das ein idealer MOSFET. Dann nehmen wir eine Diode. Ein Widerstand als Last, eine Induktivität, Kondensator und eine Spannungsquelle. Hier mit plus minus die Gleichspannungsquelle. Verdrahten das wieder. Parametrieren die Bauelemente. Dann sagen wir, wir nehmen 24 Volt am Eingang. Diode bleibt, lassen wir ideal. Induktivität 100 Mikrohenry. Kondensator nehmen wir auch 100 Mikrohenry. Im Normalfall müssten wir jetzt die Werte ausrechnen, dimensionieren. Wir machen jetzt bloß ein bisschen Standardwerte und nehmen 5 Ohm als Lastwiderstand an. Stellen wir die ganzen Parameter hier ein, wie die sehen. Ein Ground dazu platzieren. Und jetzt müssen wir noch weiter die Ansteuerung für unseren Schalter machen. In der Vollversion von PSIM haben Sie die Möglichkeit, dort einen PWM-Modulator direkt reinzumachen. Wir machen das jetzt, indem wir uns den diskret aufbauen mit einem Komparator, einem sägezahnförmigen Trägersignal und einer Gleichspannung. Das heißt, hier unten finden Sie den Komparator. Dort schließen wir an den Minusanschluss ein eigentlich dreieckförmiges Signal an und an den Plusanschluss mal eine konstante Spannung. Alles unten im Menü. Und dann sehen Sie hier, das sind jetzt Steueranschlüsse, die werden als grün gewählt. Und jetzt müssen wir hier das MOSFET-Gate verbinden mit diesen Signalen aus dem Regelteil. Tatsächlich können wir das nicht direkt so machen. Wenn wir es direkt verbinden, gibt es einen Fehler. Dieser MOSFET ist jetzt als ideal spezifiziert. Für diesen Fall gibt es den idealen Schalter-Controller. Und das ist das, dieser On-Off-Switch-Controller mit nur einem Ausgang. Schließen wir da dran. Und der ist sozusagen ein Interface zwischen einer Leistungsschaltung und auf der anderen Seite einer Regelungs- bzw. Steuerschaltung. Dann stellen wir jetzt noch ein, dass wir eine Pulsweitenmodulation kriegen. Das heißt tatsächlich hier haben wir einen PWM-Modulator, Vergleich eines Trägersignals mit einem Vergleichssignal. Von der Idee her, so das Trägersignal wird jetzt von, sagen wir, 0 bis zu einem Maximalwert gehen. Doppelklick drauf von 0 bis 1 Volt bei 100 Kilohertz. Gibt dann unsere Frequenz vor. Ich stelle jetzt hier einen Duty Cycle von 99,9%. Das liegt daran, das ist eigentlich ein dreieckförmiges Signal mit gleich großen Anstiegs- und Abfallzeiten. Der Wert des Duty Cycles gibt dann vor, wie groß die Anstiegszeit ist. Und wenn ich jetzt 0,999 nehme, ist 99,9% der Periode die Anstiegszeit vorhanden. Das heißt, wir haben im Prinzip ein sägezahnförmiges Signal und den Offset setze ich auf 0. Und als Vergleichswert muss ich jetzt hier einen Wert zwischen 0 und 1 einstellen, um mein Tastverhältnis rauszukriegen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel 0,2 einstellen, sollte ich 20% Tastverhältnis haben, weil der Wert der Spannung hier unten ansteigen wird bis auf 1 Volt und bis er 0,2 Volt hat, ist er gerade bei der Hälfte, aber das schauen wir uns gleich in der Simulation an. Das heißt, ich habe hier wieder zwei Messsonden, Messsensoren gesetzt. Nennen wir das mal UREF und das andere nennen wir UTR. Und dann können wir diese Signale erfassen. Spannung hatten wir bereits auf 24 Volt gestellt. Und jetzt mal das simulieren. Und jetzt gibt es hier natürlich die Einschränkung, in diesem Fall mit den 6000 Datenpunkten, die wir bei der Simulation haben. Das heißt, simulieren würden wir wieder Simulation Control reinsetzen, parametrieren. Achtung, jetzt müssten wir hier eine Schrittweite wählen, die deutlich kleiner ist. Ja, wenn wir jetzt hier 10 Mikrosekunden drin haben und eine Schaltfrequenz von 100 Kilohertz gewählt haben, würde das heißen, wir würden bloß einen Wert berechnen pro Periode unseres hochfrequenten Signals. Das macht natürlich keinen Sinn, wir müssen deutlich drunter liegen. Das heißt, wir sollten unter 100 Nanosekunden oder sogar bei 10 Nanosekunden in der Größenordnung liegen. Das heißt, ich ändere das auf einmal 10 hoch minus 8. Und wenn ich jetzt aber simuliere, können wir natürlich bloß 6000 Datenpunkte speichern. Das heißt, wir würden jetzt sehen, wenn ich das simuliere, wir kommen nie bis zu diesen 10 Millisekunden. Also fangen wir einfach an, später zu speichern. Ja, wir können es jetzt mal ganz kurz starten. Messen wir vielleicht noch die Ausgangsspannung und den Strom durch die Induktivität. Sehen wir jetzt hier, ah, wir haben sogar die Schrittweite schon zu groß gewählt. Er wählt sie jetzt auf 5 Nanosekunden, damit das passt.
braucht eine gewisse Weile jetzt zum Simulieren. Das liegt an diesen 10 Millisekunden, bis zu denen wir simulieren wollen. Wir werden gleich sehen, wie die Zeit, die dabei drauf geht, ist verschwendet. Ja, also sehen wir wieder, es wird hier abgeschnitten und wir sehen tatsächlich, wenn wir jetzt die Werte reinnehmen, machen wir I1 und V3, das sind die Ausgangsspannung und der Strom durch die Induktivität, dass wir hier bloß die ersten drei Perioden haben, weil 6000 mal 5 Nanosekunden gerade diese 30 Mikrosekunden ergibt. Das heißt, wir könnten jetzt zwar im zweiten Bild unsere Größen an dem Eingang des Komparators darstellen, dann würden wir, wenn wir die Ausgangsspannung noch messen würden, sehen, dass bis hierhin ein High-Signal entsteht und danach ein Low-Signal. Aber wir sehen tatsächlich bloß drei Perioden und da denkt man jetzt auf den ersten Blick, okay, die Demo-Version ist zu nichts zu gebrauchen. Tatsächlich, was wir jetzt machen können, ist, dass wir zwar nicht diesen kompletten dynamischen Vorgang betrachten können, aber im eingeschwungenen Zustand uns die Spannungs- und Stromverläufe noch anschauen können, indem wir hier die Zeit ändern, ab der wir speichern. Das heißt, wir nehmen jetzt wenige Perioden vor unserem Simulationszeitende auf. Das heißt, wenn ich das jetzt so einstelle, sollte ich ab 9,97 Millisekunden erst Daten speichern. Entsprechend müssten wir genau 30 Mikrosekunden für drei Perioden gespeichert haben, aber die Schaltung sollte in einem eingeschwungenen Zustand sein. Es dauert wieder eine Weile, bis das simuliert ist. Genau, dann sehen wir jetzt hier oben die Verläufe Strom und Spannung. Am Ausgang dieses Tiefsetzstellers die Spannung und der Strom knapp unter 5 Volt. Wie erwartet ist hier Verhältnis Ausgangsspannung zu Eingangsspannung gleich dem Tastverhältnis. Das ist bei 20%. Können wir jetzt rausfinden, wenn wir hier noch das PWM-Signal messen würden. Stellen wir kurz um, dass wir eine neue Y-Achse reinmachen und dann sehen wir hier tatsächlich, okay, wir sind knapp um diese 4,8 Volt, 0,2 mal 24 Volt als Ausgangsspannung und dann bei den 5 Ohm am Ausgang, deswegen habe ich die in etwa gewählt, um die 1 Ampere. Und jetzt könnten wir hier auch wieder Mittelwerte, Spitzenwerte der Ströme und so weiter simulieren. Und wir sehen, wir können also zumindest auch mit dieser Demo-Version im eingeschwungenen Zustand diese Größen ermitteln.